Es ist wieder Sonntag und ihr wisst, was das heißt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Party bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Feste in Anno 1800 und vor allem, wie wir diese Feste dauerhaft in unserer Stadt am Laufen halten können. Aber bevor wir dazu kommen, wisst ihr, wer auch feiert? Und zwar Holy. Holy hat Geburtstag und deshalb gibt es hasse Angebote für euch. Unter anderem gibt es eine neue Energy-Sorte, Energy Eel, die schmeckt nach Guana, also quasi wie die Standard-Energy-Drinks, die ihr so kennt, aber ohne Zucker, ohne Taurin, das Ganze die deutlich gesündere Alternative. Ich trinke es sehr gerne, vor allem zum Lernen in der Bib hilft mir, mich da den ganzen Tag durch meinen Stoff zu quälen und dann ja mich irgendwann um 18 Uhr noch konzentrieren zu können. Dementsprechend checkt das Ganze gerne mal ab über den Link in der Videobeschreibung. Ihr kriegt mit dem Code OLE5 5 Euro Rabatt, mit dem Code OLE10 10%. Haut da also gerne vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Jetzt starten wir mal rein ins Video. Let's go! Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachmarkt-Dachsen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute kümmern wir uns um ein Thema, ich habe es im Intro schon kurz angeschnitten in Anno 1800, das ich schon mal an sich besprochen habe. Das glaube ich aber in diesem Video doch etwas untergegangen ist, weil es da nicht primär darum ging. Ich zeige euch auch gerne, wofür ich das dann am Ende verwendet habe. Und zwar geht es heute in Anno 1800 um das Thema Feste. Ja. Wir sehen das hier schon gerade, hier läuft ein Gedenktag, die Insel heißt 37, lasst euch davon nicht stören. Und es geht heute um Feste in der alten und der neuen Welt. Vorzugsweise hauptsächlich in der neuen Welt. Es gibt auch Feste in Enbesa, die lassen wir heute mal außen vor, weil ich die ehrlich gesagt nicht groß nutze und ehrlich gesagt auch keine Beachtung schenke. So, es gibt 5 große Feste in der alten bzw. der neuen Welt. Es gibt das Künstlerfest, das pusht quasi eure öffentlichen Gebäude und eure Attraktivitätsgebäude. Wie Zoo oder Museum. Ihr habt das Bierfest, da geht es ums Bier. Manche nennen es Oktoberfest. Da kriegt ihr mehr Zufriedenheit. Kriegt über jedes Fest übrigens Attraktivität für eure Insel, aber das haben wir dahingestellt. Und eure Einwohner sind quasi mit dem Alkohol versorgt, den sie brauchen. Für die alte Welt halt Schnaps, Bier, Rum und Sekt. Ihr kriegt 50% mehr Produktivität für eure Alkoholproduktionsketten und ihr braucht 25 Arbeitskraft weniger Prozent. Lasst euch nicht davon irritieren, dass hier quasi ein Zeichen für Bauernarbeitskraft ist. Es gilt generell für die Produktionsketten. Dann haben wir den Gedenktag, der krummelt unsere Waffenproduktion an und auch wie schnell unsere Werften Schiffe bauen. Senkt außerdem auch noch die Unterhaltskosten und wir haben ein bisschen mehr Arbeitskräfte. Ist quasi so ein bisschen zum Aufrüsten gedacht, ist glaube ich in der Praxis eher nur so mittelrelevant. Da gibt es das Erntedankfest. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Das nutzen wir auch. Das zeige ich euch auch gleich noch wofür. Da kriegt ihr 50% Produktivität. Hier steht für Getreidefarmen. Das stimmt nicht. Ihr kriegt für sämtliche landwirtschaftlichen Betriebe mehr Produktivität. Das ist einfach aus der alten Welt jetzt hier übernommen. Und deshalb steht hier jetzt Getreidefarmen. Aber es gilt für alle Farmen. Ihr kriegt 100% Unterhaltskostenreduktion. Das ist cool. Aber naja, ne? Also so teuer sind die Dinger nicht. Aber ihr kriegt gelegentlich Rum, Sekt, Zigarren und Schokolade. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sexy. Dann gibt es noch den städtischen Karneval. Der bringt euch mit Abstand am meisten Zufriedenheit, nämlich plus 40. Und ihr kriegt Arbeitskleidung, Pelzmittel, Schmuck, Brillen, Ponchos oder Melonen. Also auch Sachen zum Beispiel dann für die neue Welt. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr für die Insel Besucher bekommt. Was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Aber, und das ist ganz wichtig, ein Vorteil, der hier nicht aufgelistet ist, haben Feste noch. Und zwar, solange auf eurer Insel ein Fest läuft, könnt ihr keine Katastrophen kriegen. Das heißt, keine Krankheiten, kein Feuer, keine Explosionen und auch keine Aufstände. Das ist natürlich super geil, ne? Weil wir kennen ja alle das Problem, dass so eine Produktionsinsel ganz gerne mal hochgeht. Klar kann man die Kinder sicher bauen, dass man einfach keine Einwohner entsprechend hat, aber mit dem Fest kriegt man einfach nochmal ein bisschen mehr Bonus im Zweifel. Deshalb ist das eigentlich ganz angenehm. So, das sind die Feste
und was sie können. Jetzt ist die Frage, wovon hängt denn überhaupt ab, ob ich ein Fest bekomme? Denn das ist ja relevant für die Frage, wie ich dauerhaft Feste bekomme. Und zwar ist es so, dass je höher die Zufriedenheit auf eurer Insel ist für eure Bevölkerung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Fest bekommt. Und es ist so, je höher die Zufriedenheit ist, desto länger hält das Fest. Heißt für mich, ich mache einmal ganz kurz mein Gesicht weg, 1 Stunde 39 noch Gedenktag. Das ist doch eigentlich ganz cool. Wie machen wir das? Also, ne, offensichtlich über mehr Zufriedenheit, aber wie machen wir das? Ihr seht hier schon so ein wunderschönes Setup, das darüber funktioniert, dass wir hier in der Mitte eine Hacienda stehen haben und außenrum Oberhäuser. Es funktioniert nur mit Hacienda-Häusern und es funktioniert auch nur mit Oberas. Und zwar ist es wie folgt. Ihr braucht natürlich das Aufstieg der neuen Welt-DLC mit der Hacienda, sonst, ja, blöd, funktioniert das Ganze nicht. Aber wir setzen hier ein Raster aus Rathäusern. Wir brauchen insgesamt 9 Rathäuser. Es geht theoretisch auch mit 8. Funktioniert unter ganz bestimmten Bedingungen. Das zeige ich euch auch gleich. Aber mit den neuen Seite auf der sicheren Seite. So, und die baut hier in so einem Gitter auf. Ihr könnt das Ganze auch schräg klippen. Das funktioniert auch. Wichtig ist nur, dass wir so ein Clipping-Gitter haben. Das heißt, dass wir hier in der Mitte Schnittpunkte haben. Auf diese Schnittpunkte kommen Obera-Häuser. Ihr werdet am Anfang das Problem haben, dass wenn ihr hier eine Hacienda baut, ich kann euch das einmal zeigen, dann ist der Radius von der Hacienda sehr klein. Der erhöht sich, wenn ihr da mehr Leute reinsetzt. Deshalb würde ich euch empfehlen, am Anfang erstmal einfach eine Hacienda zu bauen, dann haut ihr da einfach so ein paar Häuser irgendwie wild drum. Und das Wichtigste ist erstmal, dass ihr ein paar Einwohner generiert. Das seht ihr jetzt hier gleich. Ich weiß nicht, wie schnell die ehrlich gesagt einziehen, aber es ist mir auch egal. So, aber ihr seht schon, der Radius wächst jetzt halt immer weiter. So und so wird das immer so weitergehen, bis wir dann entsprechend den Radius so groß haben, dass das alles so funktioniert, dass wir alle Spots quasi abdecken können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier, ich befinde mich hier gerade im Kreativmodus, ja. Ne, nur, dass ihr das einmal seht, wenn wir jetzt die Leute mit den nächsten Sachen versorgen gleich, dann ziehen wieder mehr ein. Ne, und dann wird der Radius wieder größer und so weiter. Man sieht das jetzt schon, ne? Und so weiter und so fort. Also ihr kriegt dann quasi immer mehr Platz für eure Einwohner, ne? So. Und so könnt ihr euch dann am Ende so einen großen Kreis bauen. Wichtig ist, wir müssen die Oberas mit allem versorgen. Das heißt, die kriegen alles an Waren, die kriegen vor allem, ganz wichtig, alles an Zufriedenheitswaren. Ihr könnt zum Beispiel auf Chroniken verzichten. Es funktioniert. Dann müsst ihr aber sicherstellen, dass ihr, ne, das, was wir jetzt hier nicht haben, dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr überregionale Post habt. Das heißt, habt ihr keine überregionale Post, geht's nicht ohne Chroniken. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber wenn ihr die überregionale Post habt, könnt ihr zum Beispiel die Chroniken weglassen. Das wäre an sich in Ordnung. Das wäre kein Problem und wahrscheinlich die Brillen sogar auch noch. Wichtig ist, ihr müsst über 1000 Einwohner kommen, denn dann habt ihr die Zigarren frei, denn ihr braucht die Zigarren als Zufriedenheitsware und ihr braucht 1000 Einwohner, damit ihr den Hacienda-Kreis groß genug kriegt. Sonst macht das auch Probleme. So. Dann müsst ihr alles hier auch an öffentlichen Zufriedenheitsgebäuden bauen, das heißt Boxkampfarenen. Ihr müsst nicht so viele bauen, wie ich jetzt hier gebaut habe. Man kann das auch mit ein bisschen weniger machen, wenn man die hier irgendwie in die Mitte stellt. Dann kann man das ein bisschen Platzsparer betreiben, das funktioniert. Wichtig ist aber wirklich, dass ihr überall 100% Abdeckung habt. Das heißt, sowohl für die Boxkampfarenen als auch für die Kapellen. Es reicht, ich habe hier 2 gebaut, es reicht in der Regel eine Samba-Schule in der Mitte. Das ist eigentlich kein Problem. Da braucht ihr nicht mehr als eine, habt ihr trotzdem eigentlich immer eine perfekte Abdeckung. Ja, also da braucht ihr dann nicht mehr, die bringt euch auch nochmal Einwohner. So, dann braucht ihr auf der Insel auf jeden Fall folgendes Set. Und zwar ist das Jura-Set. Ihr braucht das, weil das euch 10 Zufriedenheit gibt. Und 10 Einkommen, aber das ist egal. Ne? 10 Zufriedenheit. Das ist ganz wichtig. So. Und jetzt fehlt immer noch jede Menge.
Und dafür sind jetzt die Items zuständig. Wir haben zum einen Lord Farquaads Anpassung der Alkoholsteuer. Die bringt euch 12 Zufriedenheit für Bier, Schnaps, Sekt und Rum. Und wenn ich mir jetzt mal die Oberas angucke, dann sehe ich Rum und Bier. Und dadurch, dass ich das in beiden Rathäusern drin habe, kriege ich zweimal für Rum und Bier 12 Zufriedenheit. Das heißt, ne, Rum bringt 27 und Bier bringt 28. Also wir kriegen über diese Item-Kombination zweimal 24 Zufriedenheit, also 48 in ein Haus. Das ist krank. Dann nehmen wir noch Millicents Manifest der Suffragette mit. Das bringt euch 18 Zufriedenheit. Es gibt genau ein Alternativ-Item. Und zwar bringt euch das auch. Na, müssen wir jetzt einmal ganz kurz gucken. Ja, Lady Hans Loblied auf die geduldige Ehefrau. Das bringt euch minus 15 Arbeitskräfte. Das ist tendenziell ein kleinen Ticken besser. Warum, seht ihr gleich. Denn wir wollen die Arbeitskraft möglichst weit reduzieren. Es macht im Ergebnis aber nicht viel aus. Also im Ergebnis sorgt es eigentlich nur dafür, dass wir ein, zwei weniger Gebäude bauen müssen. Wichtig sind hier die 18 Zufriedenheit. Wichtig, ihr könnt die Items nicht zusammensockeln. Es geht immer nur eins von beiden. Und die dritte Option ist dann einfach die Sophismen der doktrinären Schule des Kommunismus für 15 Zufriedenheit. 40% Arbeitskräfte ist halt so und das Einkommenshaus ist auch so. So. Das führt dazu, dass wir auf einer normalen Insel 164 Zufriedenheit haben. Dabei darf man aber nicht vergessen, da sind schon 10 Zufriedenheit vom Gedenktag mit drin. Das heißt, eigentlich sind es nur 154. Ja. Das ist schon mal gut. Um jetzt aber mal eine Perspektive zu kriegen, wo wir hin müssen, damit wir die Feste dauerhaft haben, müssen wir auf 200 Attraktivität kommen. Zufriedenheit. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt nicht mehr im Kreativmodus, denn da funktioniert das Ganze nicht. So, nicht wundern, wir haben einmal den Spielstand gewechselt, wir sind jetzt in dem 20-Millionen-Spiel und das ist quasi genau die gleiche Insel, nur halt vollgebaut. Was ist jetzt hier passiert? Also erstmal, ich habe hier ein Rathaus weggelassen. Normalerweise hatten wir ja 9, ich habe eins weggelassen, weil es von den Einwohnern gepasst hat mit den 1000 Einwohnern, weil ich hier wirklich alles versorgt habe. Deshalb funktioniert das. Und ihr seht, wir haben genau 200 Zufriedenheit. Hier läuft auch ein Fest, das heißt, wir haben genau die 10 Zufriedenheit auch wieder über das Fest. Das heißt, wo kommt der Rest her? Der Rest kommt zum Teil vom Sumpfgebiete-Set. Das bringt uns einfach 2 Zufriedenheit, denn die brauchte ich noch. Und ansonsten sind die Sets, die wir hier haben, keine Sets, die Zufriedenheit bringen. Wir haben Ursprung der Menschheit, wir haben Bronzezeit, das ist alles für anderen Kram. Und zwar, wie kriegen wir jetzt die restliche Zufriedenheit? Wichtig, es geht hier um Oberas. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist mit der Arbeitskraft. Wir können ja Arbeitskraft oder Arbeitspensum erhöhen und wir können Arbeitspensum reduzieren. War jetzt so klar. Und jetzt ist es so, wenn wir das Arbeitspensum reduzieren, dann kriegen wir dafür Zufriedenheit. Und die Frage, wie viel Zufriedenheit wir dafür kriegen, hängt davon ab, wie viele Arbeitskräfte entsprechend in dieser Produktion beschäftigt sind. Zum Beispiel Goldminen, 300 Arbeitskräfte, bringt uns 6 Zufriedenheit. Die Tortilla-Bäckereien, 790 Arbeitskräfte, bringt uns 17 Zufriedenheit. Und die Lehmgruben, 625 Arbeitskräfte, bringt uns 13 Zufriedenheit. Das heißt, was mache ich? Ich nehme erst alle Goldminen und ich weiß gar nicht, wo ich die rumstehen habe, wenn ich ehrlich bin, hier. Alle Lehmgruben, bebaue die, weil den Platz habe ich eh benutzt und drehe das Arbeitspensum runter. Und den Rest der Arbeitskräfte fülle ich mit Tortilla-Bäckereien. Das heißt, ich baue Tortilla-Bäckereien, bis ich auf relativ wenig Arbeitskräften bin, drehe überall das Arbeitspensum runter und gucke, ob ich auf mindestens ohne Fest 190 Zufriedenheit komme. Sollte das nicht der Fall sein, insbesondere weil ich irgendwie auf 80 Arbeitskräften stehe, dann könnt ihr nachkorrigieren mit zum Beispiel einer Hutmacherei. Die kostet euch dann nochmal 20 Arbeitskräfte. Die sind allerdings deutlich größer als die Tortilla-Bäckereien. Das ist so ein bisschen das Problem. So, das dreht ihr runter und dann seid ihr in der Regel bei 190
Zufriedenheit. Es gibt noch weitere Sets, die ein bisschen Zufriedenheit generieren. Ich kann euch das gerne einmal gleich zeigen. Das ist aber in der Regel reichen diese Sets. So, das ist eigentlich nicht so das Problem. Man kommt dahin. Ne? Nur so als Beispiel, das große Korallenriff zum Beispiel bringt euch auch nochmal 2 Zufriedenheit extra. Also, aber ich habe halt die Sumpfgebiete genommen, weil die halt einfach nur drei Slots belegen muss, während man zum Beispiel hier mit dem großen Korallenriff halt 6 belegen muss für 6 Items. Aber wenn man das braucht, kriegt man da auch nochmal 2 Zufriedenheit mehr raus. So, warum benutze ich jetzt das Erntedankfest? Das Erntedankfest, relativ simpel. Übrigens, wenn ihr diese 200 Zufriedenheit habt, dann seht ihr, das Fest dauert immer 1 Minute. Das Witzige ist aber, das hört nicht auf. Also diese 1 Minute fängt immer wieder von vorne an. So, das geht nicht weg. Das ist sehr, sehr cool. Warum nehme ich das Erntedankfest? Ganz einfach, ich habe hier Farmen drauf. Und die arbeiten schneller. So, ja, wir haben hier das Erntedankfest. Man sieht das jetzt nicht den ganzen Namen, aber, ne? Und ihr kriegt 50% Produktivität. Und bei jedem 8. Arbeitsschritt rum, ihr kriegt Sekt, ihr kriegt Zigarren, ihr kriegt Schokolade. Und da ich das hier eh bauen muss, warum nicht? Ne? Warum nicht? So, das ist zum Beispiel der Use Case, den ich dafür nutze, wie ich genau so eine Insel baue. Ich habe dazu ein Video gemacht, ich verlinke euch das oben mal. Man kann das Ganze zum Beispiel auch mit einer Besucherinsel kombinieren. Ne? Falls ihr euch erinnert, wir hatten hier mehr Besucher. Auch eine Option. Also das ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, wie man das Ganze nutzen kann. Man kann es sicherlich auch mit Alkoholproduktion machen, muss man mal rumtesten, vielleicht mit Mezcal. Eine Sache ist nur wichtig. Ihr dürft keine anderen Bevölkerung bauen. Ich habe hier 200 Arbeitskräfte, die kriege ich hier über meinen Einflussbonus. Ne? Weil ich genug Einfluss in Expansion gepackt habe, kriege ich 200 Arbeitskraft quasi gratis. Die könnt ihr benutzen, auch bei den Artistas. Das heißt, ihr könnt ab jetzt hier eigentlich alles draufbauen, was ihr wollt an Produktion. Solange ihr entweder, wenn ihr Oberas braucht, die Arbeitskräfte auf 0 reduziert, weil sonst müsst ihr das Pensum runterdrehen. Würde auch funktionieren, aber ist irgendwie nervig. Und solange ihr euch hier bei den Journaleros und den Artistas bewegt, ihr seht das nicht, ich habe übrigens alles hochgedreht. Und obwohl ich hier Bevölkerung drauf habe, habe ich kein Zwischenfallsrisiko. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Ich würde euch nur empfehlen, erst das Fest zu sammeln und dann das Ganze voll zu bauen. Das macht es irgendwie, ich finde es ein bisschen angenehmer. Aber ihr könnt das theoretisch auch währenddessen schon bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht ihr, wenn ihr nicht das Fest gekriegt habt, das ihr wollt? Relativ simpel, ihr nehmt alle Items raus, ihr sperrt alles an Zufriedenheitswaren, ne? Mache ich jetzt nicht, weil ich würde mein Fest gerne behalten. Übrigens, ich kann es euch mal zeigen, wenn wir jetzt hier irgendwie, warte mal, wir nehmen ein Item raus, das ist ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt hier auf 198 Zufriedenheit falle, dann hört das Fest nicht auf, sondern ich habe hier 83 Stunden Fest, ne? Also es, falls ihr da mal kurz drunter fallt, ist das in der Regel nicht so problematisch, solange man das irgendwann dann mal bemerkt. Aber dann versucht ihr einfach die Zufriedenheit so weit wie möglich runterzudrücken. Ihr könnt sogar hier das Jura-Set irgendwie entsockeln und dann läuft das Fest eigentlich relativ schnell ab. Halbe Stunde dauert das mindestens. Und wenn das Fest dann abgelaufen ist, haut ihr alles wieder rein, holt euch die Zufriedenheit wieder und wartet auf das nächste Fest. Ja. So einfach ist das Ganze. Damit kriegt ihr unendlich Feste. Ob es in der alten Welt funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich meine, es wird sehr, sehr, sehr schwierig, weil ihr außer den Gelehrten keine Häuser klippen könnt. Und ohne das ist blöd. Deshalb ist das wirklich ein Trick, der für die neue Welt sehr, sehr cool ist, aber in der alten Welt eher unpraktikabel. Wie gesagt, ich baue damit gerne meine Farminseln. Ich wollte euch einfach nur generell mal die Mechanik nochmal vorstellen, weil ich schon ein, zwei Mal jetzt danach noch gefragt wurde im Stream und das Gefühl hatte, das ist im Video ein bisschen untergegangen. In dem Sinne, macht damit, was ihr damit macht, was ihr damit wollt. Ich finde es cool, es ist seit Beginn des Spiels quasi drin. Also nehme ich auch mal an, dass das, wenn das ein Bug sein sollte, das so gewollt ist. Jetzt im Nachhinein, von daher, nutzt es. Habt Spaß dabei. Wichtig, wenn ihr Sachen baut, die obere Arbeitskraft brauchen und bei denen ihr nicht das Pensum runterdrehen wollt, reduziert die Arbeitskraft auf 0, weil sonst kommt ihr nicht auf die entsprechende Zufriedenheit. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.